reingeflattert. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley hier am 10. Ja, Herbsttag hier im ersten Jahr auf unserem wunderbaren Scherbenhof. Wir haben hier gerade noch vorhin am Ende der letzten Folge die Nachricht erhalten, dass Pushen uns liebt. Unsere werte Katze, die mag uns ganz, ganz gerne jetzt. Ja, und heute werden wir ein bisschen Feldarbeit betreiben, ein bisschen Fischen und ähnliche Dinge. Wenn wir hier noch eine Aufgabe bekommen, hier 20 Fische zu fangen, dann müssen wir mal gucken. Morgen wird es auf jeden Fall wolkig mit Windböen, aber ohne Fleischbällchen, glaube ich leider. Und die Geister sind heute gute drauf. Oh, das ist gut. Könnten vielleicht die Gioden wegbringen. Wir haben nämlich hier eine große Anzahl an Gioden mittlerweile. Ich glaube 20, 30 Stück oder so. Da könnten wir vielleicht gucken, ob wir die heute noch wegbringen. Die bringen ja auch durchaus was. Also die Bohnen hier oder was wir hier anpflanzen, das dauert irgendwie Ewigkeiten. Da jetzt gerade gegossen, ich bin mir nicht sicher, gieße ich lieber zweimal. Man kann ja nichts falsch machen, zum Glück mit mehrfach gießen hier. Ich glaube, das hier waren Süßkartoffeln oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall aber auch hier wieder ein bisschen Saat gekauft, damit wir da wieder was anpflanzen können. Eiselbeeren, die wachsen hier gerade nochmal wieder. Blumen wachsen hier auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da genau angepflanzt haben. Die 5 in einer Reihe. Ja, wir verschwenden halt auch gerade leider den Dünger, ne, wenn wir da nicht regelmäßig uns wieder nochmal anpflanzen hier. So, wir brauchen noch mal Wasser. Sehr schön. Alles gegossen und wir haben hier leider nur Holz aus dem Treibholz bekommen, aber immerhin. So. Das schmeißen wir alles hier rein. Das Holz behalten wir mal in der Hand. Weil das kommt nämlich hier oben hin. Die Hauptressourcenkiste. Hallöchen, Pushin. Hallöchen. Süßes Ding. Süße kleine Katze. Obwohl, ich glaube, diese 5 Pilze, die verarbeite ich mal wieder zu so einem Snack. Mal kaufen wir hier den bösen, bösen roten Pilz, der gefährliche. Ja, viel zum Geld verdienen haben wir heute auch nicht. Weil ich könnte Fische verkaufen, ne? Wir haben so viele Fische hier. Muss die echt mal loswerden, tatsächlich. Regenbogenforellen, ey, meine Güte. Sardellen, Sardine. So, ich glaube, die Fische verkaufen wir mal. Und was haben wir hier? Austern und so verkaufen wir auch mal.
Das ganze Zeug verkaufen wir heute mal. Wir haben nämlich eh keinen Platz mehr hier für diese ganzen Sachen. So, sehr gut. Dann haben wir das und dann würde ich wohin gehen? Oder mein Plan gewesen, auf jeden Fall hier unten hingehen zum Strand. Ach ja, heute sind ja uns die Geister wohlgesonnen. Dann würde ich jetzt mal eben schnell zum Schmied laufen, dass wir hier diese ganzen Sachen aufbrechen. Ich hoffe, dass dann da auch gute Sachen drin sind. Dann würde ich in den Süden zum Meer, unsere Fischreusen oder Krabbenreusen genauer gesagt, dann nochmal nachschauen und danach nochmal ein bisschen am See hier was fischen. Ich glaube, so ist es eine ganz gute Reihenfolge. Ach komm, moin Lavis. Jeden Mittwoch gönne ich mir Buchweizenwaffeln und Kaffee zum Frühstück. Es ist eine kleine Tradition, um das Junggesellenleben interessant zu halten. Okay. Hallo, Jahas wieder. Hallöchen. Die mag uns echt irgendwie nicht, ne? Oder wir sind unheimlich oder so, keine Ahnung. So, moin Clint. Erstmal würde ich mit dir quatschen, dass wir hier so ein Freundschaftslevel mal hier erhöhen. Dann brauchst du nicht so viel. Darf ich denn die Geode schwenken? Oder ist das komisch? Wollen wir gar nicht so einzeln, ne? Ja gut, komm. Dann lass uns mal die Geoden aufbrechen hier. Erstmal die Kiste. 10 Saat drin, das ist jetzt nicht so gut. Ein grüner Stein, Malachit. Eisenerz. Noch mehr Eisenerz. Dieses gelbliche Zeug, Jaguit, das kennen wir glaube ich schon. Das könnte neu sein. Coelestin. Das kennen wir glaube ich noch nicht. Das komische Zeug auch nicht. Schlammstein, okay. Kohle. Ein Erdkristall. Das war, glaube ich, Sandstein, genau. Das ist neu. Kalzit hatten wir noch nicht. Eisenerz. Einfach so Steine. Das kennen wir schon. Schiefer, das haben wir schon mal abgegeben. Sandstein nochmal. Gleich in Gelb. Dieser schöne grüne Stein, der sieht irgendwie toll aus, ne? Der Jamborit. Einfach nur Steine. Nochmal was von diesem komischen Coralistin. Oh, das ist neu. Donnerei, was haben wir denn da? Noch ein Donnerei. Gucken, was diese Donnereier sind. Das sieht irgendwie gruselig aus. Oh, hat uns unser Glück verlassen hier. Ah, immerhin Alamit. Auripi Pigment oder so komisch. Ja, nun Stein. So, das hatten wir schon mal. Nikoid. Noch mehr Eisenerz. Noch ein Erdkristall. Und die letzte. Nochmal was von dem Gelben. Okay. Haben wir unser Inventar auch so gut wie voll hier. Ich hoffe, dass wir da vielleicht noch ein paar Sachen doch noch abgeben können hier. Bin ich mal gespannt. Tatsächlich, wir haben 3 verschiedene Sachen. Die Eier sind ja eher tierischen Ursprungs. Die packe ich mal hier hin. Das hier. Einfach mal dahin. Das Gelbe hier. Was haben wir hier hin? Erdkristall kommt dorthin. Auch gleich eine neue Belohnung. Eine Obsidianvase. Schick und teuer, du. Schick und teuer. Fräulein Penny sagt, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Ja, dann liest das Buch, du. Bücher lesen ist cool. Weißt du was? Ich sollte die Kinder mal auf einem Schulausflug mitnehmen. Vielleicht in den Wald. Oh, das wäre cool. Ein Gastsprecher wäre nett. Vielleicht jemand, der sich mit der Natur auskennt. Entschuldige, ich denke nur laut. Nö, aber es ist eine coole Idee. Das ist auch viel coolerer Unterricht. Also warum im Klassenzimmer sitzen und sich Bücher von Pflanzen und Tieren angucken?
wenn man stattdessen dort selber in den Wald gehen kann. Das macht doch viel, viel, viel mehr Sinn. Ist auch viel nahbarer, viel greifbarer und auch ein Erlebnis, ja. Ne? Das wäre ja sinnvoller Unterricht. Den gibt es natürlich nicht in Deutschland. Das wäre ja natürlich zu viel des Guten. Das möchte man natürlich vermeiden. So. Was erzählt uns denn die Abigail hier? Pflanzt du dieses Jahr Kürbisse auf deinem Hof an? Ja, machen wir. Lege einen für mich zurück. Ah ja, auf jeden Fall, Abigail, das machen wir. Wenn wir dann schön haben, dann kriegst du den. Die Abigail, machen wir doch alles hier. Ach, Elliot, moin. Der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du schon mal dort? Ja, durchaus. Ich weiß auch, dass du da häufig bist und hier noch ein bisschen chillst. Dort am Flussufer. Dem haben wir schon gequatscht. Würde ich mal sagen, wir bringen mal kurz den ganzen Kram hier weg und danach gehen wir angeln. Weil wir haben echt viel zu viele Dinge mit, ne? Guckt euch das mal an hier. Die Kohle nehme ich gleich mal mit. Ach Quatsch. Wir haben mehr als genug von dem hier. Wir haben hier drei Öfen. Aber jetzt nehmen wir das Eisen mal ein. Und vergessen dann hier diese ganzen Kristalle und all sowas abzugeben. So. Lehm. Die Vase schmeißen wir da oben rein. Zug fährt durch. Das ist cool, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht nochmal zurücklaufen. Oder rennen wir doch nochmal zum Zug? Der ist da oben, ne? Ja, komm, ich lauf mal zum Zug. Bin mal dahin. Versuchen wir mal da rechtzeitig anzukommen. Mal gucken. Ob wir da was kriegen oder so. Und kriegen wir was? Holz. Hier liegt Holz rum. Julia Sachs. Okay. Kriegen wir noch mehr? Das aufbrechen? Vier Holz haben wir bekommen. Das war alles. Ein paar Steine. Oh, guck mal, ein paar Geoden. Lil. Schien Washire oder so komisch. Oh, Geoden bis zum Abwinken und ein bisschen Kohle. Gratis, nur alles gratis. Komm, ich quatsch mal kurz mit Linus, wenn er gerade eh schon hier steht. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich mit Fremden rede. Die meisten mögen keinen wilden Mann. Ich frag mich eh, warum man da so wild wohnt, ne? Schon so ein bisschen auch ungewöhnlich, ne? Wow, was. Okay. Entschuldigung, falls es gerade laut geknackt hat, auch bei euch im Hintergrund. Bei euch in den Ohren. Hier ist gerade was von meinem Regal runtergeflogen plötzlich. Ich habe mich gerade ein wenig erschrocken. Ich hoffe, es sitzen noch alle aufrecht hier. Aber da habe ich mich jetzt auch gerade selber ein bisschen verjagt. Meine Güte. Kommen wir durch den Dschungel durch? Ja, wir kommen durch den Dschungel durch. So, dann gehen wir hier nochmal zum Angeln. Das wollte ich heute noch machen. Cool, dann haben wir jetzt aber auch mal Sachen gesammelt vom Zug. Finde ich gut. Finde ich sehr schön. Ja, zum Angeln und so haben wir, glaube ich, alles genug mitgenommen, ne? Köder müsste ich eigentlich mal mitnehmen, weil ich vergesse das jedes Mal. Und jedes Mal verstehe ich nicht, wie ich die da anbringe. Vielleicht geht es auch gar nicht bei der, ne? Kann natürlich auch sein. So, wir stellen uns mal hier hin. Ich weiß nicht, wie man das tiefere Gebiet. Genau, wie man das, wenn da noch ein paar Fische fangen.
Wir haben zwar noch, glaube ich, 5 Tage noch Zeit, aber das geht auch schneller um, als man denkt. Wir haben erst, glaube ich, 3 Fische gefangen, tatsächlich. Yay, eine Zeitung. Vielleicht kriegen wir da wieder Stoff raus, das wäre cool. Dann könnten wir mal Emilys Nähmaschine ausprobieren, ne? Habe ich auch noch nie gemacht. Einen Lachs haben wir bekommen, den kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Der ist neu. Ah, zu spät gedrückt. Schade. Grünalge. Auch ganz nett, ist aber kein Fisch. Wir brauchen natürlich einen Fisch. Aber wie schön das ist hier im Herbst auch, ne? Ist irgendwie immer schön hier um den See. Die Seen allgemein finde ich ja cool, wenn die noch so ins Grün eingebettet sind, richtig? Dann irgendwie was. Wenn es wirklich ein natürlicher See ist und nicht irgendwie so ein Loch, was gefüllt wurde. Ein Baggersee oder sowas. Also dieser Fisch, der ist einfach leicht zu fangen, ne? Kaulbarsch wieder, okay. Gut, dann haben wir auch wieder Müll gefangen hier. Haben wir was für die Umwelt getan. Für die Natur. Und können den Müll nachher auch wieder recyceln, immerhin. Noch ein Treffer. Eine Brasse haben wir gefangen. Und die nächste. Nur den nächsten Fisch. So viele Brassen. Im Fluss aufwärts, um seine Eier zu legen. Lachs. Kennen wir noch von Skyrim. Die da immer dann die Füße hochspringen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Fisch fangen. Kiste haben wir, glaube ich, bekommen, ne? Kaulbarsch mit kleinen Magnetringen, sowas haben wir schon, und mal Diamanten, ja, na gut. Oh, ich könnte einen Diamanten bei dem Fest abgeben, oder? Wäre bestimmt auch cool. Ich glaube, die Fische beißen in diesen tiefen Gegenden irgendwie besser. Ich habe auch das Gefühl, man angelt mehr dort. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es kommt mir so vor. Der nächste Treffer. Aber die Fische beißen gerade ganz gut, ne? Das ist doch schön. Aber irgendwie alles nur Brassen, ne? Nichts anderes hier, bis auf einen Lachs. Ich glaube, die schlafen jetzt schon. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch einen fangen werden. Man könnte auch echt Urlaub hier machen, ne?
Fisch, komm her. So, jetzt haben wir ihn. Kaulbarsch. Ah, schade. Da war ich zu selbstsicher wieder, ne? Aber die Schatzkiste oben schnappen, danach den Fisch. Ist schwierig, weil der Fisch dann nach unten bleibt. Und dann donkt das so nach unten, der grüne Balken. Und dann kriegt man den Fisch meistens nicht mehr, ne? Also das ist echt schwierig tatsächlich. So. 22.30 Uhr oder so würde ich hier, glaube ich, noch kurz angeln. Aber dann würde ich auch nach Hause gehen. Ich möchte auch noch den ganzen Kram hier einsortieren. So, mal gucken. Jetzt haben wir 7 Stück offiziell schon. Okay. Wir haben aber mehr gefangen. Gelten nicht alle als Seefisch irgendwie, ne? Also der Lachs könnte ich mir gut vorstellen, dass das als Flussfisch gilt. Den geht das nicht oder gilt nicht. Bei der Brasse und so weiß ich nicht. So, dann füllen wir die Fischkiste mal wieder auf hier. Hat so viel verkauft und jetzt haben wir schon wieder so viel. Baumaterialien waren hier oben. Nee, Holz und Stein war woanders. Holz und Stein war hier. Der Ring kann hier hinein. Den haben wir nämlich schon. Nicht, dass der da noch was bringt. Ach, guck mal, ich habe meinen Fisch vergessen hier. Und hier kommt das Grünzeug hin. Die drei Sachen sind Müll. Das kommt in die eine Kiste und das kommt in die andere Kiste. Auch mitgenommen. Kohle hier hineingelegt und dann können wir uns auch schlafen legen. Sehr gut. So muss es sein. Gehen wir mal schlafen. Oh, guck mal, wir haben richtig viel Geld für die Fische bekommen. Was sind die denn so wert überhaupt? Eine Regenbogenforelle 81 Gold, Hecht 125, Regenbogenforelle 100, allerdings mit einem Stern, ne? Also mit Silberstern. Austern 50, die Miesmuscheln, okay, die sind fast nichts wert. Der Glaswels ist so ganz okay. Kaulbarsch 77. Hier sind dann nochmal die wertvollen. Heilbutt ist relativ wertvoll. Und eine einzelne Venusmuschel, die stecken sich schon, ne? Okay, cool. Ist auch weitergekommen hier. Heute schon der 11. Tag jetzt. Aber den 11. Tag, den werden wir erst morgen wieder erleben. Dann werden wir mal schauen, was wir denn hier so Schönes tun. 10.000 Gold haben wir wieder auf der hohen Kante hier. Unser Investment haben wir jetzt hier schon am 11. wieder drin. Vom ersten Herbsttag. Bin ich noch gespannt, wie viel Geld wir hier noch kriegen. Und wir haben ja hier auch nochmal Weizen und Süßkartoffeln. Dann ja auch nochmal da bereit. Und bei Abigail läuft es auch ganz gut. Mal gucken. Dann bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.